Herzlich willkommen, Kim Stoppert und Robert Hecklau von Offen und Ehrlich. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich meine, wir haben jetzt alle schon wieder so gelacht. Euer Format, Offen und Ehrlich, das ist ja eines der erfolgreichsten von Funk. Und mich interessiert jetzt erstmal, wie hat das eigentlich alles angefangen? Also wie habt ihr das entwickelt? Und vor allem, wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Also, das werden wir sehr, sehr häufig gefragt. Und angefangen hat eigentlich alles damit, dass jemand gesagt hat, mach doch mal was Lustiges für junge Leute. Und wir haben uns ganz, ganz viele Formate überlegt, einige mehr oder weniger sinnvoll. Und eins davon war ehrliche Antworten auf dumme Fragen. Und das haben wir sehr exzessiv ausprobiert und haben dann aber schnell gemerkt, da muss mehr Futter ran. Und dann haben wir uns nochmal YouTube genauer angeguckt und bei YouTube wird nun mal sehr viel, sagen wir mal, nett geflunkert und man ist nicht ehrlich und da wird viel gefaked, wie man ja auch sagt. Und dann haben wir am Anfang angefangen, Parodien auf diese Fakes zu machen und das entwickelte sich immer weiter und letzten Endes sind wir jetzt dazu übergegangen, tatsächlich mit sehr viel Recherche diese Fakes tiefgründig aufzuarbeiten und über Influencer-Produkte, aber auch über Videotrends zu reden und die und jungen Leuten zu zeigen, so oder so kann ein Video bearbeitet werden, dass du denkst, das ist sehr gruselig, aber wirklich passiert es gar nicht. Oder so und so wird dir ein Produkt präsentiert, von dem du denkst, das ist total vegan, aber im Endeffekt ist es nicht veganer als alles andere, was es da auf dem Markt gibt. Es ist ja tatsächlich, also inzwischen hat sich es genau, wie Sie sagen, zu einem eigentlich investigativen Format entwickelt. Mich hat in dem Zusammenhang interessiert, was bringt eure Arbeit eigentlich? Also könnt ihr ein Beispiel erzählen, wo ihr was in Bewegung gebracht habt oder sogar verändert habt? Ja, also ich glaube, unsere Arbeit hat ganz viel Einfluss auf junge Menschen, die sich Produkte im Internet kaufen und durch uns mehr hinterfragen, was sie da eigentlich kaufen. Also wir haben es im Einspieler eben kurz gesehen, da ging es auch um das Bleaching, um diese LED-Schiene mit dem blauen Licht. Die wurde für 120 Euro verkauft im Internet, teilweise sogar für noch mehr. Und wir haben in mittlerweile 3 Videos relativ überzeugend, möchte ich mal sagen, gezeigt, dass diese Schiene gar nichts bringt. Und das hat ganz, ganz vielen Leuten die Augen geöffnet. Und so kann man das auch für viele andere Produkte quasi übertragen oder auch für viele andere Themen. Also ich habe das vor ein paar Jahren immer so verglichen. Wir haben so jungen Menschen eine Stimme gegeben durch einige Videos, die bisher keine hatten, weil sich viele Diskussionen bei YouTube immer nur in Kommentarspalten abgespielt haben oder irgendwo in so einem dunklen Teil des Internets, den niemand so richtig auf dem Schirm hatte von uns Medienmacherinnen und Medienmachern. Und ich meine, es ist ja total irre, weil inzwischen hat ja auch Dr. Smile euch dann eingeladen und hat sich irgendwie da genötigt gefühlt, euch quasi so ein riesen Interview zu geben. Kleine Nebenfrage vielleicht, ihr seid ja auf YouTube sehr präsent und auch auf Instagram. Ich habe mir auch mal euren TikTok-Account angeguckt, der ist ja noch so ein bisschen unterbelichtet. Wie entscheidet Nett ihr... Nett gesagt, ja. Ich könnte auch sagen, quasi nicht existent. Wie entscheidet ihr denn, auf welchen Kanal ihr geht mit so einem Format? Also jetzt im ersten Moment war das eine sehr pragmatische Entscheidung. Also Kim hat es ja gerade schon angesprochen, es war tatsächlich ganz viel Anarchie und Chaos am Anfang und wir haben einfach mal angefangen, was zu machen und ein eigenes Format zu entwickeln und da war YouTube irgendwie naheliegend, weil wie gesagt, also da war die Struktur zuerst da, ein Video pro Woche und regelmäßige Ausspielung und am besten große Reichweite und dann haben wir gesagt, okay, dann bietet sich YouTube einfach an und in den letzten 5 Jahren hat sich aber die Medienbranche einfach total geändert. Also mittlerweile erreichen wir junge Menschen gar nicht mehr nur noch über YouTube, sondern eben vielleicht zukünftig auch mehr über TikTok. Also ich glaube, in der Zukunft werden wir uns eher fragen, wie alt sind die Leute, die wir erreichen wollen und wo kriegen wir die meiste Reichweite? Und dann ist die Antwort vielleicht gar nicht mehr YouTube. Und ich glaube, wir sind auch davon ab, dass wir mit ganz viel Chaos und vielleicht auch ein bisschen ungeplanter an Dinge rangehen. Und bei TikTok wollen wir also auch nicht wieder ungeplant, chaotisch rangehen, sondern vorher überlegen, wie man dort am besten Inhalte transportieren kann. Und diesen ganzen Lernprozess, den wir mehrere Jahre jetzt für YouTube gemacht haben, vielleicht ein bisschen abzukürzen für TikTok. Das heißt aber nicht, dass wir natürlich TikTok als Plattform aus den Augen verloren haben. Also wir haben in letzter Zeit auch sehr, sehr viele Themen, die sich eben bei TikTok abspielen, auch bei YouTube aufgearbeitet und sind dann auch bei TikTok geteilt worden oder auch über andere Plattformen geteilt worden. Könnt ihr irgendwie euer Erfolgsgeheimnis benennen für andere, die euch Konkurrenz machen wollen?
sich selbst nicht allzu ernst nehmen, aber gleichzeitig immer versuchen, seriös zu bleiben. Oder vielleicht so andersrum, seriös sein und sich aber dann doch nicht so ernst nehmen. Ja. Ich glaube, das war immer so unsere, in Anführungszeichen, Stärke. Wir haben auch in den ersten Jahren viel zum Thema Hasskommentare gemacht, die wir selber kriegen, weil tatsächlich, als wir angefangen haben, gedacht haben, okay, wir machen das 2 Wochen, es gibt eine kleine Hasswelle im Netz und dann interessiert die Leute bestenfalls nicht mehr, was wir tun. Und dann haben wir gemerkt, doch, die Leute interessiert es, aber es kommt trotzdem noch relativ viel Hass und wir sind da immer sehr selbstironisch mit umgegangen und haben gemerkt, wenn wir das gar nicht so nah an uns ranlassen, sondern einfach sagen, die Kommentare sind da und wir können was damit machen und damit auch wieder Content kreieren, dann ist das vielleicht eine ganz gute Strategie. Also, und ja. Man darf natürlich nicht vergessen, wir haben eine Katze in einem Video und Katzen gehen ja im Internet immer und das ist auch ein Erfolgsrezept. Aber um das jetzt mal vielleicht... richtig, um das, also wir haben uns schon damit beschäftigt, wie kommunizieren junge Leute auf dieser Plattform, was wollen sie dort sehen und haben diese Elemente dann auch benutzt, um unsere Videos damit auch zu hübschen. Ich habe in einem Kommentar unter eurem neuesten YouTube-Video gelesen, Zitat, ihr seid einer der Gründe, warum ich nach der Schule Journalismus studieren will. Für mich interessant, weil ich leite ja eine Journalistenschule. Könnt ihr uns noch verraten, warum ihr damals in den Journalismus gegangen seid, ihr beide? Ihr volontiert, ne, beim Saarländischen Rundfunk. Genau. Das ist schon so lange her. Also ich fand es immer interessant, Menschen Dinge so beizubringen, dass sie das nicht nur verstehen, sondern auch selbst mehr darüber wissen wollen und vielleicht auch für zukünftige Lernprozesse oder auch zukünftige eigene Recherchen wissen, wie man das dann auch machen kann. Also wie kann ich nachgucken, ob ein Produkt eigentlich viel billiger ist, als mir das jetzt jemand verkaufen möchte, zum Beispiel. Ja, im Grunde das, was Kim sagt. Also mir macht es wahnsinnig, also das ist mal so ein bisschen die klassische Antwort, aber mir macht es wahnsinnig Spaß, Geschichten zu erzählen. Also Leute schlauer zu machen als vorher und das am besten nicht so als Vortrag, sondern eben so, dass sie dabei auch noch gut unterhalten werden. Das macht mir Freude. Also auch im Freundeskreis, wenn ich wieder was gegoogelt habe oder im Internet gesehen habe, das so zu erklären und zu erzählen, dass alle am Ende Spaß daran haben. Und das, finde ich, geht im Journalismus ja so gut. Und wir gehen jeden Tag schlauer von der Arbeit meistens, als wir morgens zur Arbeit gekommen sind. Und das ist einfach ein cooler Job, finde ich. Super, tausend Dank und herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen Dank. Nehmt eure